Im Büro übernimmt der Elektromeister Tesch die handschriftliche Zeichnung in ein CAD-Programm. Er kann nun die benötigten Komponenten auflisten, um das Angebot zu konkretisieren. Der Kunde hat das schriftliche Angebot bekommen und ist mit diesem einverstanden. Telefonisch erhält der Meister das Okay vom Kunden. Am Telefon wird weiter besprochen, wann der Auftrag durchgeführt werden soll und wie viel Zeit er in etwa in Anspruch nehmen wird. Nach dem Gespräch druckt der Meister die Materialliste aus. Diese benötigt er, um die Komponenten im Lager zusammenstellen zu können. Während der Zusammenstellung kontrolliert er stetig, ob er sowohl das richtige Material als auch die richtige Stückzahl ausgewählt hat. Im Anschluss wird die Liste mit den zusammengestellten Komponenten abgeglichen. Im Büro wird den Monteuren der Arbeitsauftrag übergeben und darauf hingewiesen, den Sicherheitsgurt mitzunehmen. Die Auftragsplanung ist somit abgeschlossen.